So, mal gucken. Also noch ein Tag, bis die Meldre-Kombination fertig ist. Der Jäger ist dann verlegt und ein Satellit ist über den USA in Betrieb. Ah. Wie schnell so ein Tag geht. Was ist das, Doktor? Das ist bemerkenswert. Bei der kristallinen Substanz, die sich in dem Behälter befindet, handelt es sich um ein Stoffgemisch. Es enthält aber Milliarden von kybernetischen Nanomaschinen, die sowohl aus organischen wie auch aus mechanischen Komponenten bestehen. Die Untersuchung durch mein Team hat ergeben, dass diese mikroskopisch kleinen Roboter unerhört effizient mechanische Strukturen bauen können. Durch nähere Studien und in entsprechenden Laboren könnten wir eine Art Cyberanzug entwickeln, der an den menschlichen Körper gekoppelt wird. Mein Team interessiert mehr, ob es möglich ist, das Gewebe an sich physikalisch zu verändern. Das heißt, ob wir genetische Adaptionen der Aliens darin verankern können, indem wir die Nanomaschinen nutzen, um eine Art Verschmelzung des Materials zu bewirken. Der Commander muss entscheiden, was am vorteilhaftesten ist. Sind Sie mit irgendeinem Punkt einverstanden? Angesichts der offensichtlichen Aufgabe der Nanomaschinen, nämlich organische Materialien miteinander oder mit technischen Strukturen zu verbinden, sind wir uns immerhin einig, wie wir sie nennen, nämlich Meld. Mutare ad custodiam oder Bellator in Machina, also der Krieger in der Maschine oder die Mutation des Körpers, wenn ich es jetzt richtig übersetzt habe. Wahrscheinlich nicht. So. Ja, das war die Meld-Rekombination. Also Meld, ein recht wichtiges Zeug, was wir jetzt hier haben. Ich kick direkt mal die nächste Forschung an. Das lese ich mal vor, das kennen wir ja noch nicht. Die hervorstechendste Eigenschaft dieses erstaunlichen Materials ist seine Vielseitigkeit. Schon in frühen Versuchsstadien konnten wir mehrere Methoden entwickeln, mit denen eine direkte Manipulation des Melds und seiner physiochemischen Eigenschaften möglich war. Während wir unsere Aufzeichnungen durchforsteten auf der Suche nach einem Material mit vergleichbaren Eigenschaften, entdeckte ich einige editierte Daten aus den 1960er Jahren, aber die meisten dieser Informationen scheinen verschollen zu sein. Auf jeden Fall sollten die Fortschritte, die wir gemacht haben, für ein breites Anwendungsspektrum ausreichen, besonders auf den Gebieten der genetischen Modifikation und der kybernetischen Verstärkung. Allerdings werden wir für diese potenziellen Anwendungen jeweils spezielle Forschungseinrichtungen beschaffen müssen. Wahrscheinlich sind die Invasoren besser mit den Möglichkeiten des Melds vertraut als wir. Eventuell haben sie sogar schon Kampfeinheiten im Feld, die seine Fähigkeiten voll ausnutzen. Und damit haben wir 40 zusätzliches Meld zurückgewonnen. Wir haben adaptives Knochenmark verfügbar im Genlabor. Wir haben auch das Genlabor zur Verfügung, das Kybernetiklabor. MEC1 Bewacher zur Herstellung verfügbar. Hyperreaktive Pupillen verfügbar im Genlabor. Tiefenwahrnehmung. Ach du Scheiße. Wir werden in der Lage sein, mechanische Exoskelett-Cyberrüstungen, MECs, zu bauen und Soldaten so weit zu optimieren, dass sie tragen können. Diese Anlage zählt als Werkstatt, was den Verbundbonus betrifft. Benutze die Option Einrichtungen bauen in der Technikabteilung, um dieses Gebäude zu errichten. Also das gibt dann hier so eine Mischung aus Terminator mit Herz oder so ein Robocop-Verschnitt, ne? Diese Erweiterung des Forschungslabors ermöglicht es uns, unsere Soldaten genetisch zu modifizieren. Diese Anlage zählt als Labor, was den Verbundbonus betrifft. Und das ist das Genlabor. Dann haben wir das adaptive Knochenmark. Die Heildauer von Verwundungen verkürzt sich um 66%, stapelbar mit schneller Erholung. Der Soldat regeneriert 2 TP pro Runde bis zum TP-Maximum ohne Rüstung. Hammer. Tiefenwahrnehmung. Der Höhenvorteil gewährt zusätzliche plus 5 Zielgenauigkeit und plus 5 Chance auf kritische Treffer. Alter. Hyperreaktive Pupillen gewährt 10 Zielgenauigkeit für jeden Schuss nach einem Fehlschuss. Alter. So, kinetischer Schlag. Auch das ist so ein Mech. Gute Alter, was ein Ding. Ein Mech-Arm-Upgrade, das den Piloten ermöglicht, Deckung und Gegner in der Nähe zu pulverisieren. Verbessert außerdem die Beweglichkeit. Oder Flammenwerfer. Ermöglicht es dem Mech, einen kegelförmigen Bereich in Schutt und Asche zu legen. Das Feuer kann über den Zielbereich hinausschwappen. Ach du Scheiße. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Na, das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, hier wird alles noch ausgehoben. Dann können wir nämlich hier ein Genlabor hinpacken. In 3 Tagen. So, wie sieht's denn im Hangar aus? Ich werde noch einen zweiten Abfangjäger kaufen. Und noch einen dritten. Denn im Moment haben wir noch genug Geld und das habe ich im
in der Staffel 1 ziemlich vernachlässigt. Sie wollen damit sagen, dass wir das Leben unserer Truppen riskieren sollen, um eines dieser Dinger Leben zu fangen? Ja. Ich fürchte, ohne ein lebendes Exemplar sind ich und mein Team am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Und wie sollen wir das Ihrer Meinung nach machen, Doktor? Die soeben abgeschlossene Autopsie hat ergeben, dass die Physiologie der Aliens der unseren recht ähnlich ist. Ein hochkonzentrierter Stromstoß aus nächster Nähe müsste neuromuskuläre Lähmungen auslösen, da die... Aus nächster Nähe? Und wenn das nicht funktioniert, ist es das Risiko wirklich wert? Ja. Wir kennen unseren Feind nicht. Wie sollen wir etwas aufhalten, das wir nicht einmal verstehen? Wenn wir eine dieser Kreaturen lebendig erwischen, könnten wir mit ihr in Kontakt treten. Und sie befragen. Herausfinden, was sie wollen. Von wo aus sie operieren. Ja, diese Aussichten rechtfertigen meiner Meinung nach alle Risiken. Ich kann eine sichere Einrichtung für die Unterbringung des Gefangenen bauen, aber ich habe keinen Schimmer, wie wir mit ihm kommunizieren sollen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Also gut, ich spreche mit dem Commander. Der Commander ist einverstanden. So. Damit können wir erstmal neue Forschung hier ankicken. Wir bauen den Alien Sicherheitstrakt, erforsche den Pulsbogen, baue den Pulsbogen, fange ein Alien und verhöre das Alien. Das ist ja fast nichts zu tun. Gut, ja, jetzt hat sich die Katze hier noch auf meinen Schoß begeben. Ich hoffe, die schläft gleich ein. Dass dies eine dringende Forschungsaufgabe sein wird, Commander. Ich weise dem Projekt direkt Ressourcen zu. Sehr gut. So, und da ist in einem Tag ist hier der Alien-Sicherheitsakt. Hier möchte ich das Genlabor hinsetzen. Ja. Und hier packen wir den... Hier packen wir den Dings hin. Den Alien-Sicherheitsakt hier unten. Das war ich hier ganz durcheinander. So, na gut. Aktuelle Forschung. Ja, wunderbar. So, ja, da musste ich mich kurz mal der Katze entledigen. So geht das nicht. Okay, also hier kommt unser Alien-Sicherheitstrakt hin. Hier hinten machen wir auch noch irgendwas. Dann müssen wir unbedingt... Da ist Dampf. Da hängen wir mal ein Erdwärmekraftwerk drauf. Wartungskosten betragen 23 pro Monat, aber das gibt richtig Power. 20. Gut. Dann würde ich sagen... Wir scannen mal wieder. Und Entführung wurde uns gemeldet. Commander, wir haben verschiedene Entführungsfälle auf dem Mologlob. Ich habe die Koordinaten gespeichert. Okay, in Kanada haben wir schon zwei Panik. Port Said haben wir nur einen Panik. Das ist schwierigkeitenmäßig. Delhi, Indien, da ist leicht, da gibt's Geld. Hier könnten wir 4 Wissenschaftler abstauben. Ich denke, wir gehen nach Kanada. Ich möchte aber auf jeden Fall einen... Scheiße, alle Supporter sind verwundet. Das ist natürlich scheiße. So. Können wir... In der Offiziersschule... Truppgröße 1 geht... Ah, Sergeant. Brauchen wir, kriegen wir da. Dann machen wir es anders. Moment, dann machen wir es anders. Dann gehen wir in die Technikabteilung. Und bauen uns einen zweiten Satelliten. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Ja. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Ja. Das ist mir bekannt. So, Entführung durch Aliens. Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen nach Kanada. Wir haben 2 Heavys, einen Scharfschütze und einen Sturm. Geben wir aber zumindest dem einen Heavy, geben wir dann Medikit mit. Okay, dann haben wir hier Zinchenko. Der wird auch noch ein Medikit mitnehmen. Da hat die Schrot und er muss ja vorne sein. Er muss immer vorne sein. So, und damit geht's nach Kanada. Ich hoffe, die Entscheidung war jetzt nicht scheiße. Transporter ist eingetroffen. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Lokale Regierungstruppen berichten von einem gezielten Angriff der Aliens in einem bevölkerungsreichen Gebiet. Sie zählen auf unsere Unterstützung.
Okay. Ja, ziemlich kacke. Ich glaube, hier sind schon die Schwebis am Start. Und wir haben natürlich... Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Das Problem ist... Also die Schwebis an sich sind kein Problem. Das Problem ist... Gehe in Position. Dass wir... Feuer frei. Ah. Hier sind zwei kleine Schweinchen. Da hinten ist schon mal der erste Meld. Das ist schon mal gut zu wissen. Wo ist der andere hin? Wo ist der andere hin? Ja, das Problem sind dann die Scharfschützen zum Beispiel mit ihren... Begebe mich auf Position. Wir haben halt die ganzen Sachen noch nicht freigeschaltet. Das ist halt noch ein bisschen nervig. Ich werde hier mal auf die Pistole und mache einen Feldposten. So, dann haben wir hier Williams. Auch nochmal ein Heavy. Verstanden, Commander. Oh, der hat sogar ein Sichtfeld. Na komm. Hauen weg. Sehr gut. So, und hier ist irgendwo noch ein... Hier geht's neben noch mal raus. Im Laufschritt. Okay, dann geht der Zinchenko außen rum. Sie wollen sich zurückziehen. Okay, er hat jetzt hier freies Schussfeld, wie es aussieht. 47%. Ein bisschen aufrücken. Scheiße. Alien-Objekt in Sicht. Hab ich das Schussfeld natürlich verkackt? Okay, er ist hier... sie ist ja hier Scharfschütze. Ziemlicher Kack. Bring sie zur Strecke. Okay, wir gehen mit Sturm und Schuss rein. Packen wir es an. Sauber umlaufen und Tschüss. Hab sie. Sehr gut. Ja, komm. Bewegung, Ende. Bewegung. Das war aber wahrscheinlich noch nicht alles hier. Hab's gehört. Kontakt. Aha, scheiße, zwei Stück. Guck mal, der guckt durch die zu eine Scheibe ins Gebäude. Pass auf die Seiten auf. So ein Dreck. So, jetzt können wir nur hoffen, dass der Brainfucker nicht trifft. Wenn der trifft, dann haben wir richtig den Hut auf, der krittet dann. Wow. Okay, die Wand ist schon mal offen. Unter Kontrolle. So, damit haben wir schon mal den ersten Melkkanister. Sehr gut. Mal erstmal hier draußen das klären. Komm schon. Na komm schon. Ich werfe mich auf Position. Direkt eine Granate. Oder können wir... Den hätten wir umlaufen. Hier hätten wir 50%. Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich hier an... Ach komm, scheiß drauf. Das trifft. Jawoll. Und wenn der Brainfucker stirbt, dann stirbt natürlich auch der Braingefuckte. Alter, was Wörter. Unterwegs. So, sehr gut. Und Dingens können wir hier auf das Dach setzen. Nochmal zwei. Ziel erfasst. Das Gute ist, dass die sich zum einen erstmal verpissen und wir zum anderen erstmal hier eine gewisse Deckung dazwischen haben. Was war das für ein Geräusch? So.
Bereit zum Angriff. Oh, da sind gleich drei Stück. Nochmal, noch zwei. Sollen wir hier gleich richtig... Ja, mach doch direkt einen Reflexschuss, Arschloch. Ja. Verstanden, Commander. So, mal gucken, ob wir den hier wegkriegen. Oh, sehr gut, Alter. Killing Spree. So, wir gehen mal. Wir erreichen keine vernünftige Deckung. Gehen wir erstmal nach hier. So, und sie wird hier hochgehen und kann vielleicht noch einen Schuss abgeben. Nee, natürlich nicht. Zumindest haben wir sie jetzt schön flankiert. So, mal gucken. Und irgendwo muss der zweite Meldkanister noch sein. Und da ist irgendwo noch ein unbekannter Vierter. Ein unbekannter Dritter. Also da drin ist auf jeden Fall, geht ja nochmal der Punk ab. Alter, das gibt's doch nicht, oder? Aus dem Winkel? Drecksau. Ja, hier kriegen wir natürlich nichts hier drin. Scheiße, und noch leer geballert. Auf den Weg. Dumme Mistratte. Zielvorrichtung. Halsmaul. Boah, hat er voll unseren Scharfschützen gekillt. Dumme kleine Ratte. So, da hinten ist auch der zweite Meldkanister. Das heißt hier, für sie erstmal hier in Deckung gehen. Nachladen. Wie sieht's denn aus? 53%. Und tschüss. Schon mal in den MG geguckt. Macht Spaß. Ein weiterer Tag. Eine weitere erfolgreiche Operation. Scheiße. Uns direkt hier den Sniper weggeballert. Das Dreckvieh, scheiß Brainfuck-Viecher, ey, die sind zu heavy. Wir müssen gucken, dass wir erstmal Panzerung erforschen. So, jetzt haben wir erstmal hier einen Corporal. Kugelhagel oder Holo-Zielen. Einen Heavy mache ich auf jeden Fall mit Holo-Zielen. Dann haben wir hier einen Heavy mache ich mit Kugelhagel. Und dann haben wir hier noch Taktikverständnis, bringt plus 5 Verteidigung pro Gegner in Sichtweite, gibt eine 10% bessere Chance pro, auf Crit. Wir machen mal so, weil er mit der Pumpgun herumrennt. Und damit haben wir die internationale Ehrenkreuzplakette freigeschaltet gegen die Kaserne. Mal gucken, was der kann. Damit haben wir noch einen Sergeant Kerry Barnes. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Dankeschön, lieber Rat. Noch ein Heavy. So, was haben wir? Internationale Ehrenkreuzplakette. Ach, das war das mit der Willenskraft für unterschiedliche Nationalitäten. Komm, dann nehmen. Ja. Ich denke, wir haben ja relativ viele verschiedene Nationalitäten. Und der Wladimir wird den bekommen. Hat er schon zwei. Gut gekämpft, Soldat. So, dann haben wir noch eine Verteidigernadel. Verfällt nie in Panik, wenn Verbündete verwundet oder getötet werden. Medikits oder heilender Nebelheim bei diesem Soldat 2 TP mehr. Eigentlich, diese Kraft finde ich cool, wenn die das Supporter bekommt.
Andererseits brauchen wir bei einem Stürmer, müssten wir das nochmal haben. Da möchte ich nochmal abwarten. So, dann haben wir noch ein Stadtkampfabzeichen plus 5 Verteidigung in Deckung. Das soll unser Scharfschütze bekommen. Weil der wird sich ja sehr häufig in Deckung befinden. Möge dich ein besseres Schicksal ereilen als deine Vorgängerin im Team. So, und dann haben wir hier noch Offiziersschule. Jetzt haben wir natürlich keine 50 mehr. Müssen wir gerade mal gucken. Vielleicht haben wir irgendwas, was wir auf dem... Da haben wir noch ein paar Sachen, die können wir auf dem Schwarzmarkt vertickern. Weg damit. So, dann können wir hier nämlich Truppgröße 1. Schon sind wir zu fünft. Gut, dann würde ich sagen, wir warten mal ab, bis unser ganzer Kram fertig ist.